Es gibt sie immer wieder, die Erzählungen der Bibel, die ein völlig anderes Ende nehmen, als man erwartet hat. Es ist oft dasselbe Prinzip. Menschen sind am Ende, Menschen stehen vor dem Aus, Menschen sind verzweifelt, es scheint keinen Weg zu geben. Und dann geschieht plötzlich etwas völlig Unerwartetes. Die Sache nimmt eine Wendung, die vorher niemand für möglich gehalten hätte. Das Volk Israel steht vorm Schilfmeer. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Feinde. Der Tod scheint besiegelt zu sein. Und dann bildet Gott eine Schneise durch das Schilfmeer. Die unmögliche Möglichkeit. Und das Volk ist gerettet, wo keine Rettung möglich war. Jesus hängt am Kreuz. Die Geschichte des Wanderpredigers aus Nazareth scheint ein für alle Mal zu Ende zu sein. Was sollte jetzt noch passieren? Die Sache ist völlig klar, der Mann wird sterben. Und tatsächlich, es kommt ein finsteres Kapitel. Jesus stirbt und er wird begraben. Aber dann kommt der Ostermorgen und Jesus ersteht auf. Es ist die unmögliche Möglichkeit. Bei allem, was den Leuten damals durch den Kopf ging, war Auferstehung keine Option. Sie lag außerhalb jeglicher Möglichkeiten. Ein Mensch kann nicht auferstehen. Wir haben offensichtlich einen Gott, der sich nicht grundsätzlich an Logik und Wahrscheinlichkeiten hält. Nicht falsch verstehen, in 99,9% hält sich Gott an die Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten, die er selbst geschaffen hat. Aber manchmal setzt er sich darüber hinweg und er tut das Unerwartete, das Unwahrscheinliche oder sogar das Unmögliche. Als Christen dürfen wir immer und überall mit der unmöglichen Möglichkeit rechnen. Sie ist immer auch eine Option. Wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückschaue, dann kann ich nur staunen, wie oft ich das schon erlebt habe. Wie oft habe ich meinen Kopf geschüttelt und gesagt, lieber Gott, wie hast du das gemacht? Das ist so unglaublich. Das hätte ich beim allerbesten Willen nicht für möglich gehalten. Gott hat offenbar Freude daran, in manchen Fällen das Unerwartete, das Unwahrscheinliche oder sogar das Unmögliche zu tun. Kannst du den Gedanken der unmöglichen Möglichkeit auf dein Leben übertragen? Wird sich meine Firma noch erholen können? Wird der Mensch, den ich liebe, wieder gesund werden? Wird ein neuer Anfang mit einer Person möglich sein? Werden wir im Sommer auf Freizeit fahren? Manchmal nehmen Dinge eine Wendung, die niemand für möglich gehalten hätte. Auch in dieser verfahrenen und belasteten Situation gibt es bei Gott die Option der unmöglichen Möglichkeit.